Schönen guten Abend, liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Zuschauer. Das ist ein bisschen spontanes Video. Ich experimentiere auch noch ein bisschen herum. Wundert euch nicht, wenn die Lichtverhältnisse nicht so besonders sind. Aber es war mir ein großes Anliegen, das Video heute Abend noch zu machen und auch ins Netz zu stellen. Es ist heute der 9.11. und wie viele von euch wissen, oder wie ich hoffe, dass viele von euch wissen, ein besonderer Tag. Es ist der Tag, an dem die Synagogen gebrannt haben in der Nazizeit. Und es ist ein Gedenktag. Und als ich heute von Arbeit nach Hause gefahren bin, habe ich Deutschlandfunk gehört und da wurde so am Rande gesagt, dass etwa die Hälfte aller Jugendlichen heute mit diesem Datum nichts mehr anfangen können. Das fand ich erschreckend, muss ich sagen. Und möchte hier meinen kleinen Beitrag, Mini-Beitrag dazu leisten, dass der Tag in Erinnerung bleibt. Aber ein zweites Erlebnis war eigentlich dann ausschlaggebend für das Video. Nicht nur dieser Deutschlandfunk-Beitrag, sondern ich bin dann am Nachmittag nochmal zur Post gelaufen, um ein paar Briefe abzugeben. Und da kam ich an einer kleinen St an einer Stelle vorbei, wo jemand Kerzen hingestellt hatte. Ich blende euch das hier ein, ihr seht das, wie das aussah. Und jedenfalls dachte ich erst von Weitem, wer weiß, vielleicht ist da ein Unfall gewesen. Aber nein, es war ein Stolperstein. Und dieser Stolperstein, oder diese Stolpersteine, die erinnern ja an Personen, die in der NS-Zeit irgendwie ums Leben gekommen sind oder ermordet wurden. Und hier geht es eben um einen Mann, der wahrscheinlich extrem unbekannt ist und eins von ganz vielen Opfern ist, Rudolf Franz Opitz, genannt Rudi Opitz. Er findet einen Wikipedia-Eintrag. Ich werde euch den jetzt nicht im Einzelnen vorlesen, nur mal so stichpunktartig. Aufgewachsen in Leipzig, Gohlis im Norden, also meiner Wohngegend, wo ich auch wohne. Und er hat Fotograf gelernt, ist dann Kommunist geworden, hat sich der kommunistischen Jugendbewegung angeschlossen, ist dann, wie es sich jeder denken kann, in den Fokus der Nazis gekommen, ist inhaftiert worden, war im Zuchthaus. Wurde dann aus dem Zuchthaus auch entlassen wieder und dann wieder, beziehungsweise gleich ins KZ Buchenwald überstellt. Es ist genauer im Detail bei Wikipedia nachzulesen. Was hat Rudolf Opitz dort gemacht? Er hat dann in der Druckerei erst gearbeitet im Buchenwald und dann nachher im Fotolabor. Und er hat anstelle jetzt die Füße stillzuhalten und irgendwie zu hoffen, dass er überlebt, seinen Widerstand fortgesetzt. Ja. Er hat Fotos, negative, versucht aus dem KZ rauszuschmuggeln, was ihm auch zum Teil wohl gelungen ist, bevor sie ihn dann dabei erwischt haben, die eben belegen konnten, dass in diesem KZ ja, schlimme Dinge, Gräueltaten verübt worden sind. Das führte schließlich dazu, dass er gefoltert wurde und am Ende eben auch ermordet wurde mit 31 Jahren. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, ne? Das liest sich so schnell runter auf so einer kurzen Textseite. Aber das Ding ist, da steckt ja ein ganzes Leben dahinter. Da steht ein ganzes Leben dahinter. Das war ein Mann, der war verheiratet, der hatte alles vor sich, Kinder, Familie und so weiter. Und dann wird man ermordet im KZ, weil man für Gerechtigkeit eingestanden ist. Und die Gedanken, die mir so durch den Kopf gehen, muss ich ganz ehrlich sagen, also wenn ich mir die heutige Zeit angucke, wo Leute schon aufeinander losgehen, weil es um eine Impfung geht. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich in irgendeiner Form diese Impfung befürworte oder ablehne oder sonst was. Das ist ein ganz anderes Thema, ja.
Aber wie Leute unterwegs sind, auf beiden Seiten, ja, und sich hier an den Kopf hauen, dass der andere ein Nazi ist und sonst was alles, ja, die sollten doch einfach mal alle gemeinsam am besten, Linke wie Rechte, mal nach Buchenwald fahren und sich vorher mal so ein paar Biografien durchlesen. Und dann mal drüber nachdenken, was damals abgelaufen ist und wo wir heute stehen. Das sind jedenfalls meine Gedanken an der Stelle. Und was die letzte Zeit wahrscheinlich irgendwie sehr deutlich gezeigt hat, ist, dass eben, ja, doch die Welt nicht Eierpopeia ist, sondern dass immer wieder aus Angst, Wut entsteht, aus Wut Hass entsteht, aus Hass noch schlimmere Dinge entstehen können. Und wenn wir hier die Reißleine nicht ziehen, gemeinsam ziehen, dann läuft das Ding komplett an die Wand. Das ist jedenfalls der Gedanke, der mir kam. Aber nochmal zurück zu dem Rudolf Opitz. Also wenn man sich mal vorstellt, dass man in so einem KZ immer noch Widerstand leistet, indem man die dort geschehenen Gräueltaten dokumentiert und nach außen tragen will, dann muss ich sagen, das ist ganz großes Kino. Und ich finde es eigentlich sehr schade, dass nicht mal ein Bild von dem Mann zu finden ist. Also ich habe jedenfalls keins gefunden. Was man findet, ist ein Bild von einem Fliegeroffizier, der auch Rudolf Opitz hieß, aber der wird im Internet dargestellt, aber der Mann hier hat nicht mal ein Gesicht dazu. Naja. Okay, ich will das jetzt nicht weiter vertiefen, diese Überlegungen, aber ich möchte gerne noch ein kleines Gedicht vorlesen, sozusagen als meine private Ehrerbietung an diesen Rudolf Franz Opitz. Und hier verbindet sich ein bisschen Freimaurererinnerung mit dem Gedicht, denn das habe ich schon mal vorgelesen, vor gefühlt fast 30 Jahren, als die Brüder der Loge Minerva, damals noch ganz jung, die Loge nach der Wende wieder gegründet, nach Buchenwald gefahren sind, oder einige der Brüder nach Buchenwald gefahren sind. Ich hatte den Ausflug damals organisiert und eine Kranzniederlegung gemacht hatten. Und ich weiß noch, dass ich an dieser Kranzniederlegung eben dasselbe Gedicht vorgelesen habe. Das stammt von Wolfgang Frommel. Wolfgang Frommel ist ein Dichter, der mir immer sehr am Herzen lag und aus dem Stefan-George-Nachfolgekreis stammt. Und auch hier gibt es eine interessante Parallele. Denn die Menschen um Wolfgang Frommel und andere, die da eine Rolle spielen, waren eben auch Verfolgte in der NS-Zeit und mussten sich verstecken, um nicht ins KZ zu kommen. Gut ist's, sich gegen seine Zeit zu stellen, aus tieferer Sicht. Weit besser doch die Finsternis zu hellen durch neues Licht. Und sei es noch so klein und kaum zu sehen im dunklen Kraus, wenn Kronenwächter uns umstehen, licht es nicht aus. Es springt von dort zu dort, von Kien zu Kien mit Zeugungsmacht. Und was so lange nur ein Funke schien, besiegt die Nacht. Wehret dem Unrecht, wo es sich zeigt. Knowledge is an inside job. Tschüss.